Na, wer von euch erinnert sich noch an dieses Video, was wir vor einem guten Dreivierteljahr gemacht haben? Ganz am Ende sah es nicht mehr ganz so schön aus für uns, aber ich habe mir gedacht, heute, knapp 20.000 Abonnenten später und mit neuer Motivation und neuem DLC ist es Zeit für Rache. Also wie damals werden wir im Ironman-Modus spielen. Wir spielen auf Elite. Einzig, was ich diesmal nicht machen werde, werden keine Major Nations mehr buffen. Das war, glaube ich, dann doch etwas too much, macht doch überhaupt keinen Sinn. Wir haben ja sowieso die Expert-AI-Mod mit installiert. Link dazu ist natürlich bekannterweise nicht in der Videobeschreibung. Okay, kann man dem Spiel noch irgendwie helfen oder? Ah, jetzt geht's wieder. Hä, nee, da ist es wieder. Hä, was ist denn das jetzt? Das Spiel ist schon kaputt, wir haben noch nicht mal angefangen. So, Expert AI, was macht die Expert AI Mod? Die ist ganz einfach. Die macht das Spiel richtig, richtig schwer, wenn man will. Wir klicken einmal auf Advanced Configuration und dann klicken wir überall auf Insane. Das bedeutet, die KI bekommt enorme, unrealistische Boni, wenn sie gegen uns kämpft, wenn sie kurz davor ist zu verlieren, und die Truppen verlieren auch generell keinerlei Organisation oder Ausrüstung, wenn sie zu viel auf dem Haufen stehen. Außerdem bekommen sie kostenlose Konvois und dynamische Verstärkungen. Es wird wieder lustig heute, Leute. Dann stellen wir doch ein, dass die KI starke Truppen baut. Also wir werden jetzt hier keine Idioten gegen uns haben, sondern richtig starke Elite-Einheiten, die bereit sind, uns die Zähne aus dem Gesicht zu schlagen. Außerdem dürfen wir keine Verbündeten haben und bin schon sehr gespannt, wie es laufen wird. Damals lief es ja nicht so gut. Und ich liebe es einfach, nach einer Weile zurückzukehren und eine Challenge erneut zu probieren. Vor allem, wenn es neue DLCs gab, wie jetzt halt eben auch Arms Against Tyranny mit dem internationalen Markt, den ich ja gar nicht so toll finde, und den Organisationen, den militärischen Organisationen. Mal gucken, ob die mir irgendwas bringen. Ansonsten werde ich heute auch sehr, sehr starke Division bauen. Habe ich mir auch schon vorgenommen. Natürlich hoffe ich auch heute wieder, dass wir ein bisschen Glück haben. Letztes Mal haben wir zum Beispiel ganz Jugoslawien bekommen und die Tschechoslowakei war äußerst lucky. Ob wir das dieses Mal auch schaffen, ich weiß ja nicht. Vor allem, da ich dieses Mal vorhabe, mich relativ früh mit den Niederländern anzulegen. Die sind es ja gewohnt, sich niederzulegen. Deswegen heißen sie auch Niederlande. Und ansonsten lassen wir es auf uns zukommen. Oh, Unterstützung im Austausch für Ölfelder in Baku. Das Problem ist, das funktioniert manchmal nicht. Aber ich weiß noch nicht, ob es jetzt mit der neuesten Version immer noch so ist. Deswegen, ja. Let's bring it on, baby. Nieder mit den Sowjets. So, und aktuell noch unsere Infanteriedivision. Die bearbeiten wir natürlich nachher noch, keine Bange. Und dann werden wir uns noch Panzerdivisionen bauen. Ja, ja, alles zu seiner Zeit. Wir werden auf alle Fälle auch auf Defensive gehen, ist relativ wichtig heute. Mein Plan sind nämlich Level 5 Elite-Einheiten zu erschaffen, die dann später durch die Feinde schneiden. Wie eine Railgun durch eine alte Scheune. Navy hat man natürlich rein theoretisch auch noch. Das Problem ist bei mir wie bei allen anderen auch. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich mit der Navy anfangen soll. Wir nehmen einfach mal Max Range plus 5%. Klingt immer gut. Ist beim Boxen ja auch immer ganz praktisch. Und wir tun jetzt einfach mal so, als ob das Boxen wäre. Ja, Handel mit Dänemark, warum nicht? Sogenannte Henkersmahlzeit, in dem Fall für die Dänen. Ziel ist nämlich auch natürlich, dass wir die Welt erobern, ohne Freunde, ohne Verbündete. Freunde und Verbündete wären natürlich zu einfach und alles andere als eine World Conquest wäre ja quasi unter unserer Würde. Zeige ich euch einmal, wie das ausschauen sollte. Gut, wir verlieren die Mefo-Builds, aber damit muss ich leben. Jetzt warten wir nur ganz kurz, bis die ihre Untertanen mit reinrufen. Nachdem sie das getan haben, greifen wir jetzt an. Und die Niederlande sind so schwach und klein, die können sie buffen, was sie wollen. Die kriegen trotzdem auf die Fresse. Und dann haben wir schon die ersten Gebiete erobert. Außerdem werden wir auch alle Gebiete für uns beschlagnahmen. Ist auch ein bisschen anders zum letzten Mal. Denn ich habe mir und der KI die Course and Claims GUI-Mod gegeben. Das können beide nutzen, Spieler und KI. Die ermöglicht es uns, für eine gewisse Zeit unter jede Menge politische Macht Gebiete zu Kerngebieten zu machen. Das heißt, langfristig ist das Ziel, das Ganze hier zu kernen. Deswegen stelle ich jetzt hier noch Rudolf Hess ein. Der gibt nämlich auch nochmal 15% politischen Machtzuwachs. Und damit kommen wir jetzt auf 1,83. Und später, falls wir den Zweiten Weltkrieg gewinnen sollten, dann kriegen wir sogar noch mehr politische Macht. Gibt es hier nämlich den Improved National Spirit. Gibt ein extra politischen Machtzuwachs, wenn wir den Zweiten Weltkrieg gewinnen. Oder halt London und Paris besitzen. Und wenn das jemand schaffen werden, keine Ahnung. Werde auch ein bisschen den Waffenmarkt nutzen, ein paar Sachen zu verkaufen. Einfach, dass wir ein bisschen schneller nochmal Produktion bekommen, also mehr Fabriken bekommen. Wird es nicht so viel ausmachen, aber ein Kleinvieh macht auch Mist, wie wir alle wissen. Und ich habe 4 Katzen, ich weiß, wovon ich rede. Euch darf ich übrigens auch nicht helfen, Spanien. Möchte es heute alleine machen. Möchte allein auf die Schnauze bekommen oder siegen. Außerdem sieht mir das alles sehr, sehr unübersichtlich und chaotisch aus. Und auf sowas habe ich keinen Bock. Habe übrigens spezielle Hafenverteidigungsdivision gemacht. Oh. Deren Aufgabe wird sein, die Häfen zu verteidigen. Müssen auch gar nicht so groß sein. Das Wichtigste ist einfach nur, dass da meine Häfen nicht fallen, dass die Invasoren verhungern und nicht mehr zurückkommen und dann irgendwann aufgerieben werden. Da brauchen wir natürlich vor allem dann hier drüben die einen oder anderen, denn wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, die Briten sind immer sehr gierig auf die ganzen Ressourcen, die hier rumliegen. Schweden haben übrigens dem Handel zugestimmt. Da gibt es einen neuen Fokuspunkt. German-Swedish Trade Agreement gibt uns die Ressourcenrechte in, was da Botnor-Wissing heißt. Und die sind sehr juicy. Die sind sehr, sehr juicy.
Vor allem die 56 Wolfram sind saugeil. Na, Chinesen machen einen klassischen Krabberich und erklären ihren Nachbarn den Krieg. Alten Kriegstreiber. Erstmal aufpassen, dass einen die Japaner nicht von hinten abstechen, aber scheint ihn nicht zu stören heute. Seht ihr das, Freunde? Das ist der neueste Shit. Und wisst ihr, was das ist? Das bin nicht ich auf einer Box. Nein, das ist der neue Cherry. Hier, der neue Cherry-Cheater von Holy. Es ist Kirsche. Wir haben alle so lange drauf gewartet. Und ich sag's euch ganz ehrlich, wir machen dieses Mal kein Live-Tasting, weil ich konnte nicht warten. Wir haben schon probiert. Er schmeckt hammergeil nach Kirsche. Nicht zu süß, nicht zu stark. Es ist so richtig schön angenehmer Kirschgeschmack. Also es ist mit einer der besten Holy-Sorten, finde ich persönlich aktuell. Werde auf alle Fälle da auch hart zuschlagen, wenn der dann am Mittwoch rauskommt, dem 25.10. 25.10. genau. Ab 16 Uhr und wie immer, ihr wisst ja, Holy, die gesündere Alternative zu herkömmlichen Energies und Eistees. Verzichten auf Zucker, verwenden bloß hochwertige Inhaltsstoffe, die besser sind für euch als zum Beispiel so diese üblichen Energies und so. Und vor allem New Cuff bei den Energies pusht ja nicht 1-2 Stunden, sondern 2-4 Stunden, schmeckt geil. Und wenn ihr Holy noch nicht kennen solltet, gibt es Probierpakete, die könnt ihr gerne abchecken. Alle Links dazu auch in der Videobeschreibung. Erste Bestellung mit Code KRABBE5 spart ihr 5 Euro und unterstützt meinen Kanal. Jede weitere Bestellung spart ihr mit dem Code KRABBE 10% und unterstützt meinen Kanal ebenfalls. Und lebt ein bisschen gesünder und schont die Umwelt. Und weiter mit dem Video. Ja, da haben scheinbar die Russen bei den Japanern gelutscht, damit gegen die Sowjets geholfen wird. Da bin ich mir noch gar nicht so sicher, ob das jetzt gut oder schlecht für mich ist, weil normalerweise werden die jetzt dann nachher zu den Vasallen der Japaner. Mal gespannt, wie sich das nachher auswirkt auf meinen Plan hier. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass Österreich wie gewohnt sich uns unterwirft. Jawohl, sehr gut. Ist immer sehr wichtig, gibt uns direkt Kerngebiete, gesamte Wirtschaft plus Armee. So, dann frage ich ganz freudig mal nach dem Sudetenland. So, ihm geben wir jetzt trotzdem Bold Attack, das gibt uns jedes Mal bei Levelaufstieg eine 50%ige Chance auf einen Offensivskill. Wir nehmen noch mehr politischen Machtzuwachs mit, 10%. Und für den letzten nehmen wir Static Warfare. Wir machen halt wirklich Hybrid-Build. Möglichst viel Offensive und möglichst viel Defensive. Und wie erwartet, wie erwartet. Problem ist, wenn man Early Krieg erklärt, wie wir jetzt gegen Niederlande, dann ist die Wahrscheinlichkeit fast bei null, dass sie das annehmen, dass sie das Sudetenland abtreten. Aber gut. Müssen wir durch. Europa verteidigen war natürlich auch ganz wichtig. Königsberg ebenfalls zu verteidigen. Nicht, dass man das vergisst, wenn man dumm ist. Griechischer Bürgerkrieg übrigens, meine Freunde. Bin mir nicht sicher, wer gewinnen wird. Slowenien haben sie mir auch nicht gegeben. Diese Gauner, ey. Kann man denn so gaunerhaftig sein heute? Gib mir doch mal was. Italienische Liga ist übrigens sehr praktisch. Bedeutet, dass mir die da unten schon mal nicht auf die Nerven gehen. Ich sie einzeln kaputt machen kann. Und sich keine Superallianz gegen mich gründen wird. Na, immerhin Litauen hat mir was gegeben. Dankeschön. Mach ich gleich zu Kerngebiet. Oder auch nicht. Achso, ist ja Kerngebiet, lol. First time häufig hier. Naja, ja, die Polen, die alten Kriegstreiber. Aber das ist in Ordnung, das juckt keinen. Aber wehe, ich annektiere die Tschechen, Polen, Franzosen und Sowjets. Dann ist wieder was los. Und damit würde ich sagen, wir beginnen unser Projekt mit einem Kriegsangriff auf die Tschechoslowakei. Das ist rechtmäßig völlig legitim. Die haben mir das Sudetenland geklaut und geben es nicht zurück. Wird die Baguette auf... die Baguettes aufregen? Ich sehe nur gerade, ich habe gar nicht genug Truppen an der Front. Upsi. Darf ich vorstellen? Deutschlands schlechtester AZV-4-Spieler. Ja gut, Freiwillige nehme ich an, das ist erlaubt. Naja, die Tschechoslowakei verteidigt wieder mit allem, was sie hat. Mit Maus und Mann, Hase und Katze. Polen hat Danzig nicht abgegeben. Irgendjemand hat mal geschrieben, warum ich mich drüber aufrege, dass das nicht passiert. Das würde ja nie passieren, das stimmt nicht, das passiert manchmal. Also, dass bestimmte Voraussetzungen, wenn man keine Kriege erklärt hat vorher etc., dann kann es sein, dass die auch Danzig so abtreten. Es gibt sogar ein Event, da geben sie es freiwillig ab. Da sagen sie, hey Deutschland, hier nehmt Danzig, dafür schließen wir euch uns als Vasall an. Also richtig strange, aber das geht. Da ist auch schon der erste Boni. Minus 75% Division Training Time. Produktionswert 550%, ey. Crazy stuff. Aber wir haben uns so gut vorbereitet. Ich bin mir so sicher, dass wir gewinnen werden. Hoffe ich. Sehr schön. Wir haben es geschafft, Prag zu erobern und mehrere Divisionen einzukesseln. Ja, die haben es nicht mal geschafft, ein Bündnis zu gründen. Das ist juicy. Was noch viel lustiger ist, Rumänien, die eigentlich die Tschechoslowakei garantiert hatten, haben sich gedacht, die Deutschen sehen so gefährlich aus. Nee, lass mal. Und da wir noch sehr früh dran sind, dürfte ich mit meiner Erfahrung wahrscheinlich auch die Franzosen problemlos besiegen können. Teilen möchte nochmal Truppen schicken. Na gut, so viele Truppen haben die doch eigentlich gar nicht. Ich finde es auch schön, dass keiner den Franzosen hilft. Ich find's toll. Nee, echt, mal Glück. Aber was? Die haben schon Buffs? Hä, warum haben denn die jetzt schon Buffs? Was soll denn der Müll? Hä, das wird ja aber blöd jetzt, dass die jetzt... Nee, das gefällt mir jetzt nicht. Und damit wir überhaupt vorbeikommen, werden wir jetzt erstmal Around Maginot machen. Das kennt ihr, indem wir die Maginot-Linie umgehen und über den Norden in Frankreich einmarschieren. Ob und wie gut das klappt, werden wir gleich sehen. Aber die Belgier zeigen sich auch nicht ganz
begeistert davon. Kai Luxemburg hat relativ schnell wieder die Lieberkäse-Semmel in den Boden geschmissen. Aber erstmalig haben wir zumindest ein bisschen Widerstand, mit dem wir klarkommen müssen. Ah, Frankreich ist faschistisch geworden. Die haben gleich so viel Angst vor mir gehabt, dass sie direkt die Demokraten weggeschmissen haben. Weil überlegt mal, hier sind 16% in der Regierung faschistisch und trotzdem nach außen hin behaupten sie, sie wären die stärksten Faschisten auf Erden. Ja, okay. WTF. Haben die nicht so starke Division, ey? Ja, Verluste sind noch okay. Also es ist schon wieder zu hoch für meinen Geschmack, aber es geht noch. Und nach harten Kämpfen hat dann Belgien und deren Untertanen kapituliert. Wünsche ich den Franzosen jetzt viel Glück. Wollte gerade sagen, was ist das denn? Hey, was ist das denn? Also, okay, ja, alles gut. Die Briten werden einfach kommunistisch. Höchstens immer noch ihr kleines Riesenalliertenbündnis. Aber glaubst du, sobald die kommunistisch werden, wird sich das ganze Theater auflösen? Und die bleiben weiterhin unabhängig. Mal gucken, wie lange noch. Oh, Polen macht weiter. Naja, alten Machthungrigen. Ah ja, das sind übrigens die 15 Divisionen hier, die Frankreich geschenkt bekommen hat. Also die Expert der Einbot gibt ja kostenlos Divisionen raus, wenn man auf die Schnauze bekommt. Also nur meine Gegner, ich selber bekomme keine. Wenn ich auf die Schnauze bekomme, habe ich halt Pech gehabt. Verluste 120 to 182, das ist schon mal ganz gut. Aber die Franzosen, was die Mempo angeht, gut aufgeholt. Die hatten um die 800.000, jetzt haben sie um die 1,2 Millionen. Italien könnte wahrscheinlich deutlich gefährlicher werden. Die haben ein relativ starkes Bündnis sich gegründet. Frankreich-Offensive zieht sich langsam ein bisschen schleppend hin, muss ich gestehen. Ich tröste mich mit der Integrierung belgischer Gebiete. Franzosen haben übrigens mehr Manpower als ich im Feld. Was jetzt nicht so schlimm ist, weil bedeutet jetzt erstmal nicht so viel. 1,6 Millionen mal Müll bleibt halt Müll. Digga, die Italiener gehen mir hart auf den Sack, Alter. Schicken sie einem Truppen, dann erklären sie den Krieg, dann schicken sie wieder Truppen, dann erklären sie wieder Krieg, dann schicken sie wieder Truppen. Ich raste doch aus. Diese Katze zeigt ihnen ihren Arsch. Und warum? Weil sie den Kanal der Krabbe nicht abonniert haben. Damit ihnen diese Katze ein freudiges Lächeln schenkt, drücken sie jetzt auf Abonnieren. Zeig ein freudiges Lächeln. Ja, genau. Super. Räumen jetzt endlich mit den Franzosen hier auf und dann können wir hoffentlich irgendwann mal hier drüben den Todesstoß bringen. Ja, jetzt hat Russland ist China beigetreten? Hä? Das habe ich auch nicht in Erinnerung. Wie wir übrigens sehen können, die Franzosen haben schon 90 Divisionen geschenkt bekommen. Also es müssen die Franzosen sein, weil die anderen sind so schnell gefallen, dass sie bestimmt keine Division bekommen haben. Und die meisten stehen hier aktuell in Paris und verteidigen die nutzlose Hauptstadt. Das ist sogar gar nicht so unerfolgreich. Oh, Italien unterstützt uns jetzt auch noch. Unfreiwillig. Ja, sind übrigens nur 500.000 Mann bis jetzt gefallen. Gegen Frankreich eine schreckliche Bilanz. Die Italiener kriegen nicht mal eine einzige Provinz ab. Finde es schön, dass auch das Spiel verstanden hat, dass die Italiener eh zu nichts Nutze sind. Ja, ja. Jetzt können wir dann rein theoretisch den Schweizern den Krieg erklären. So wie es ausschaut, haben die auch keine Freunde. Könnte damit zusammenhängen, dass die hier kommunistisch geworden sind, die Franzosen und Co. nicht mehr existieren und die Russen damit beschäftigt sind, sich mit den Chinesen Sparringkampf zu liefern. Ob ich als bester Spieler der Welt vielleicht vergessen habe, die französische Flotte zu annektieren? Nein. Ganz bestimmt nicht. Die britische Invasion verschiebt sich also nochmal um 2-3 Jahre. Begnüge ich mich mit den Schweizern. Gut, dass die Amis 1940 schon den Krieg erklären, ist relativ ungewöhnlich. Da muss der Hass auf die Japaner heute besonders groß sein. Oder man hat schon ein paar Atomwaffen bereit, die man mal unbedingt ausprobieren möchte. Das Eklige an dieser Mod ist mit der Expert AI, dass selbst die Schweiz kann sich zu einem unüberwindbaren Bollwerk entwickeln. Aber mal was Positives, Elsass-Lothringen wird wieder eingegliedert. Na, als nächstes würde ich sagen, wir schmeißen den Tiger als Heavy Tank mit unserer Panzerdivision rein. Weil wir inzwischen einfach das Problem haben, dass wir nirgends mehr durchkommen. Deswegen habe ich ist eine kleine Joke Division gebaut. Wir haben 560 Breakthrough, das ist schon mal sehr nice. Das heißt, wir kommen eigentlich relativ gut überall durch. Das ist der Plan. Auch immer sehr wichtig, über 40 Organisationen für eine stabile Offensive und Defensive. Wird leider eine Weile dauern, bis die Ausrüstung fertig ist. Bin mir nicht sicher, ob das richtig ist, aber... Also ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ja, natürlich. Als ob ich jetzt alles bekommen hätte. Aber man kann ja nochmal träumen, ne? Die Russen legen sich in der Zwischenzeit mit den westlichen Nachbarn an. Falls einer fragt, nein, ich verschwende nicht gerade ein ganzes Jahr meiner Ingame-Zeit gegen die Schweiz. Machen wir Paris zum Kerngebiet. Das muss ja echt armselig sein für die Franzosen, dass die eigene Hauptstadt ein deutsches Kernterritorium wird. Bin übrigens nach 10 Jahren mal drauf gekommen, dass wir die Forze mit unseren Bombern zerstören könnten. Bin mir sicher, jetzt wird es besser funktionieren mit dem Angreifen. Der Balkanpakt mit den USA, Ungarn und Rumänien hat sich gegründet. Nee, doch. Oder? Ja, doch. Wäre interessant, wie sich das auswirken wird. Ich sehe komplett schwarz aktuell für mich. Ne, die Russen übertreiben. Finnland haben sie auch noch den Krieg erklärt. Na gut, die anderen Kriege haben sie gewonnen. Ah, jetzt sind wir dann gleich im Krieg mit Japan und Co. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Dann lassen wir die Spiele mal beginnen. Verluste gegen die Schweiz 270.000, gegen Polen 18.000.
Ja, ich mag das. Egal, wie schwer man es sich macht, Polen ist immer noch easy win. Da haben sie auch direkt kapituliert. Wir kümmern uns als nächstes um Italien, Jugoslawien, Griechenland und Co. Damit wir dann auch irgendwann mal die Schweizer loswerden. Das kann doch nicht sein, dass wir die aber nicht kaputt bekommen. So, das ist nichts Persönliches, Italien. Kriegen natürlich auch sofort den Buff gut geschrieben. Je länger der Krieg dauert, desto schwieriger wird es halt für uns dann, diesen auch zu gewinnen. Das ist halt das, was mir vor allem dann gegen die Russen Sorge bereitet. Oder was auch immer da drüben ist. Kann mir einer verraten, warum die so viele Divisionen da stehen haben? Frag für einen Freund. Mein Freund hat gesagt, er würde es auch gerne wissen. Digga, wie viele Truppen haben die denn, Alter? Also wir sind auf dem Papier mal brutal überlegen, aber in der Praxis sehe ich da aktuell... Alles klar. Italien, Alter. Voll unschillig. Die haben auch 3 Millionen Mann im Feld. So ist es ja nicht. Greifen die mich sogar an. Die greifen mich an. Das ist genau falsch rum. Ich greife eigentlich euch an. Was soll denn das? Haben denn die so viele Flugzeuge her eigentlich? Bescheuerten Buffs auf Produktion, Alter. Japaner und United States haben auch massive Differenzen. Die haben sich einfach schon 3 Millionen Mann gegenseitig umgebaut. 3,5 Millionen sogar. Und wir werden jetzt hier echt eiskalt zurückgepusht, hm? Respekt. Ach, es ist ein paar Zweifeln. Shredder auch massig Leute in der Zwischenzeit. Habe eigentlich meine komplette Produktion in der Zwischenzeit auf Luftwaffe umgestellt, aber es langt einfach nicht. Aber wenigstens Jugoslawien kommen aktuell ein bisschen durch. Ah, dass ich das mal erleben darf. Die härtesten Kämpfe kommen jetzt dann erst um Rom herum. Ja, die sind schon mal weg. Essen wäre nicht schlecht für euch, ha? Kommt davon, wenn man sich auf Italiener verlässt. Bin mal gespannt, ob ich die Schweiz wenigstens endlich mal kaputt bekomme. Also die Türken mit in den Krieg gerufen, was auch immer das jetzt soll. Ja, wir haben es gleich geschafft. Wir haben echt gleich endlich die Schweiz besiegt. Oh, ist das schön. Ach, endlich. Endlich. Die Italiener haben hier nirgends Truppen, um die verbleibenden Gebiete ihrer Verbündeten zu verteidigen. Wird mir hart auf den Sack gehen. Wieder einmal marschieren deutsche Truppen in Griechenland ein. Und wir jolon jetzt weiter dann gegen Spanien. Okay, das ist mir zu viel rot. Hä, WTF? Was machen wir denn da? Betrug. Alter. Ist das geil. Oh, das ist ja Gaumensex, wie Frank Rosin sagen würde. Wir sprechen hier über 70 Divisions, meine Freunde. Das ist der größte Kessel, seitdem der Zaubertrank von Miraculix zubereitet wurde. Beste Deutsch heute wieder. Alter, wir haben gleich 1,5 Millionen Mann in dem Kessel umgebracht. Übrigens habe ich gerade gesehen, die haben echt den Bug gefixt, dass die Front hier an der Stelle aufgelöst wird. Wow, Paradox. Da muss ich jetzt mal wirklich applaudieren hier an der Stelle. Hätte ich ja nicht erwartet. Nutzen wir doch kurz diese Sekunden und bedanken uns bei den Kanalmitgliedern. Diejenigen, die jeden Monat dafür sorgen, dass ich meine Rechnung bezahlen kann. Der Kanal läuft, ich alle Leute bezahlen kann, die hier mitarbeiten und immer noch motiviert bin, jeden Tag neue Videos aufzunehmen. An der Stelle an euch alle ein extra fettes Dankeschön für euren Support. Aber natürlich auch an alle anderen, die Videos schauen, liken und kommentieren. Danke, ihr seid die Geilsten. Übrigens genau aus dem Grund immer Hafen verteidigen, dass die einem hier gar nicht auf den Sack gehen können. Na gut, darüber zu kommen wird schwierig. Na, die haben die Front doch nicht ganz gefixt. Ah, ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück, Paradox. Ich lobe euch doch nicht. Auch der Kampf um Italien ist zum Erliegen gekommen. Spanien geht komplett in die Hose. Da werde ich sogar zurückgepusht aktuell. Also sorry, Spanien, fürs Protokoll. Ich habe euch eigentlich angegriffen, nicht andersrum. Griechenland ist jetzt echt doch... Und Alter, jetzt müssen wir echt die Griechen noch unnötigerweise besiegen, weil die sind hier gleich weg. Und damit haben wir den nächsten Dock entfernt aus diesem Krieg. Müssen wir die Türkei noch wegbekommen. Das mit den Spaniern, das geht halt in die Hose aktuell, leider. Ja, unsere Armee vergrößert. Und läuft trotzdem nicht. Wie will ich denn gegen die Sowjets gewinnen, wenn ich nicht mehr gegen Spanien gewinnen kann? Ich habe das Gefühl, ich bin hier im falschen Spiel. Inzwischen sind mir wenigstens in der Türkei mal eingefallen. Eigentlich auch nichts anderes als das, was die Deutschen heutzutage machen. Wir machen quasi einfach nur Urlaub. Sieht fast genauso aus. Na, die Briten sind ja auch im Krieg mit denen. Was soll ich mit denen? Ah, nee, es sind andere. Jetzt wollte ich schon sagen, es sind... Nee. Okay, es sind andere. Schon kurz Sorge. Und damit endlich verschwinden die Nächsten von der Wildfläche. Die Briten haben auch Interesse an den Gebieten, aber ich sage denen ganz freundlich, sollen sich verpissen gehen. Ja, so gefällt mir das Ganze doch schon deutlich besser. Nur, dass in Spanien langweilt ein bisschen. Digga, Spanien tut so weh, ihr habt keine Ahnung, Alter. Das sind die höchsten Verluste, die ich bis jetzt in den gesamten Kriegen erlitten habe. Naja, let's go. Direkt den Nächsten angreifen. Weiß ja nicht, wen ihr meint, aber ich habe nicht 1,1 Millionen Mann gegen Spanien verloren. Das sind Fake News. Unsere Flotte ist übrigens great. Naja, Italienern sei Dank. Und mal gucken, ob wir in Britannien landen können, was sie da so versteckt haben auf ihrer hässlichen Insel. Oh. Das habe ich gerade ver... Ah, oh, verdammt. Ah, das ist jetzt kacke. Ah, das ist jetzt, das ist jetzt sehr schwierig. Eventuell habe ich nämlich keine Soldaten... Ah, verdammt, da habe ich nicht aufgepasst. Ist ja leider auch noch Iron Man. Das heißt, wir können ja jetzt nicht mehr hergehen und können einfach mal schnell neu laden. Aber wir werden jetzt gleich einen großen Teil unserer Gebiete verlieren.
Müssen jetzt schnell Spanien besiegen, ansonsten sind jetzt hier die Lichter aus. Spanien, komm, macht einfach einen Abflug, echt jetzt. Landung war zumindest an einer Stelle erfolgreich. Hier drüben kommen wir leider nicht so gut durch, oder? Ja, doch. Das ist aber, das ist Endlevel-Katastrophe hier, Mann. Zumindest die Briten schaffen wir erfolgreich zu überlaufen. Sofern London jetzt fallen sollte. Die Dänen, meine Freunde. Aber die Briten verlieren dafür ihre Heimatinsel. Damit ist London auch gefallen. Digga, die nehme ich hier so hart hops hier drüben. Ihr habt keine Ahnung, Alter. Das ist das Dümmste, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe. Zu übersehen, dass die Ungarn hier mit uns im Krieg liegen, wenn wir das machen mit Dänemark. Habe in der Zwischenzeit alles reingeschmissen, was ich hatte. Wir haben um die 80 Divisionen rekrutiert, damit ich die Front schnell abdecken kann. Ja, und wir pushen immer in die Ungarn zurück. Müssen wir noch die Türkei verteidigen. Ich habe jetzt hier unten die Briten schnell weggemacht, dass wir oben verteidigen können. Und Spanien haben wir zumindest mal im Norden endlich beseitigt. Aber egal, wo du hinschaust, überall kommt neuer Spanier aus dem Stein hervorgekrochen. Briten nehmen uns Hardhops, nehmen dafür die Ungarn und Rumänen Hardhops. Also eigentlich nimmt sich gerade jeder irgendwie Hardhops. Ah, die Rumänen nehmen gar keinen mehr Hardhops. Müssen nur noch die Ungarn beseitigen, oder? Ja, Wolski vor Wolski. Katastrophe, Leute. Katastrophe hier in London. Digga, die Spanier gehen mir auf den Sack. Die Briten gehen mir auf den Sack. Und die Ungarn gehen mir auch auf den Sack. Ja, sogar der Sack geht mir auf den Sack. Und die Russen, die gehen mir auch auf den Sack mit ihren hässlichen, dummen Grenzen. So wie es es glaubt oder nicht, ich habe irgendwann keine Manpower mehr, ne? Aber endlich ist Dänemark weg. Hä, Digga, warum hat mir denn jetzt Schweden den Krieg erklärt? Oh, ich raste hier noch völlig aus gleich, Mann. Ich habe nicht mal Ungarn besiegt. Geschweige denn Spanien. Geschweige denn Großbritannien. Jetzt kommt diese Spinne aus Schweden mit... Keine Ahnung, wie viele Divisions und wollen wir auch noch auf den Sack gehen. Versuche jetzt auch mal eine Großoffensive in Großbritannien. Großoffensive in Großbritannien. Ach Gott, ist das schlecht. Ich krieg Spanien nicht kaputt. Das ist so lächerlich. Ja gut, Treibstoff ist halt das andere Ding, ne? Aber was ist denn da machen in Spanien mit dem Bums hier? Ach, Ungarn ist endlich weg, dass ich das mal erleben darf. Hätte ich echt nicht geglaubt heute, ne? Also fürs Protokoll, wir reden hier über, ja, 4 Millionen Mann. Ja, manchmal warten sie ja wenigstens noch, bevor sie einem den Todesstoß versetzen. Aber das ist eine ehrenlose Aktion hier. Russland, das ist ehrenlos. Was auch immer die Briten hier auf einmal treiben. So sieht es übrigens aus, wenn du die KI kurz alleine lässt. Oh, um Himmels Willen, ich reg mich. Nein, ich reg mich nicht drüber auf. Nein, nein, ich bleib ruhig. War mir echt sicher, dass wir es dieses Mal schaffen könnten, ne? Aber jetzt haben wir 5,7 Millionen Mann im Feld. Haben kaum mehr Manpower, die wir rekrutieren können. Die gesamte Welt hasst mich abgrundtief. Also fast wie ich mich selber auch. Das sind schreckliche Aussichten. So, aber jetzt, wenn alles gut geht, schaffen wir es, die Briten zu besiegen. Und auch in Spanien sind wir ein gutes Stück wieder vorangekommen. Und das Schöne ist, wenn die Briten kapitulieren, dann kapitulieren die Briten. Und das ist jetzt tatsächlich auch gerade eingetreten. Und jetzt können wir uns rein theoretisch komplett um die Russen kümmern. Oder so. Plus, wir können unseren nationalen Spirit verbessern. Endlich. Kannst du mal eine gescheite Offensive starten, Alter, weil die hier überall ihre kleinen Puppelstaaten haben, ey. Mamma mia, España. Endlich sind sie weg. Wir können uns wieder schön viel Gebiete einverleiben. Oh, ist es nicht schön? Ach, ist das toll. Und jetzt geht's gegen den Endboss. Noch die Front ein bisschen vergrößern gegen die Ukraine. Die haben jetzt natürlich auch schon den Buff. Auch hier wieder, je länger wir brauchen, desto schlimmer wird's. Vor allem, ich habe keine Manpower mehr. Dann gehen wir mal gespannt auf 10%. Mehr Soldaten für sein Reich. Oh, Schweden als potenzieller Feind. Ist ja nicht so, als ob wir mit denen eh schon im Krieg wären. Okay, jetzt hat Russland, Weißrussland den Krieg erklärt? Digga, ich bin auch im falschen Film, Alter. Russland. Ja, ja, Verluste sind fair. Nee, unfair. Boah, fast eine 10er KD, Alter. Easy. Easy, Russland. No problem. Oh. Oh, ich hasse das Spiel abgrundtief. Ukraine ist relativ schnell von uns gegangen. Mögen sie in Frieden ruhen. Das ist nicht nett. Wir starten eine letzte Großoffensive gegen die Sowjets. Alles oder nichts, würde ich mal behaupten. Wir werden alles geben, um nicht unterzugehen. Wir sind auf alle Fälle weiter als letztes Mal. Letztes Mal ging es ja komplett in die Hose. Aber ich habe das ungute Gefühl, das scheitert heute leider an den Sowjets. Oder Russen. Halt eins von beiden. Übrigens bis jetzt 760 gecheatete Divisionen für unsere Feinde. Und es werden wahrscheinlich noch deutlich mehr gleich. Verluste gehen langsam doch schon deutlich in die Höhe.
Aber noch ist es stabil. Das Problem ist auch, unsere Divisionen lösen sich auf. Wir haben keine Ausrüstung mehr. Und keine Ausrüstung bedeutet halt leider dann auch Auflösung der Divisionen. Aber wie ich schon gesagt habe, wenn wir nicht angreifen in so einer Situation mit trotz allem drückender Luftüberlegenheit, dann werden die Sowjets halt leider aufgrund der Buffs immer und immer stärker. Deswegen bleibt mir nichts anderes, außer anzugreifen. 790 gecheatete Divisions, dann nochmal knapp 30 dazu. Und Russland hat noch Schweden den Krieg erklärt. Weiß nicht, ob mir das jetzt noch was bringt. Na Gott sei Dank, das Spiel ist abgestürzt. Ich dachte schon, ich muss mir das Desaster auch in HD geben. Spielen übrigens ohne Mods außer Expert für der AI, also keiner weiß, was da schon wieder das Problem war. Okay, nächster Versuch wieder abgestürzt. Spiel will mich verteidigen. Das Spiel will nicht, dass ich verliere. Was ich wirklich sehr großherzig vom Spiel finde. Weiß aber auch nicht warum. Das muss an der Expert AI Mod liegen in dem Fall. 875 Divisionen auch schon gespawnt. Und die macht irgendwas, die Mod, und dann stürzt das Spiel ab. Hihi, love it. Wenn ich mir Weintrauben reinstopfe, läuft es gerade wieder. Aber, pff, was sollst du machen, Alter? Die Sowjets cheaten mich tot, Alter. Weil unsere überstarken Divisionen immerhin 5,5 Millionen Russen beseitigt haben. Die Verluste sind so süß, wie beide Seiten Verluste hochschießen lassen. Ah ja, hervorragend. Weiß, Russland ist weg. Das dürfte die ganze Sache jetzt beschleunigen. Also ich bin trotzdem stolz auf mich. Wir haben es deutlich weiter geschafft als letztes Mal. Wir hätten es vielleicht sogar geschafft gegen die Russen. Vielleicht. Aber ich befürchte trotz allem, dass da einfach die Buffs doch zu hart reintriggern. Das Ganze hat mich übrigens 12 Stunden gekostet. 12 Stunden mal wieder rauszufinden, dass es nicht möglich ist, eine unbesiegbare KI zu besiegen. Woohoo. Ja, und so viel war es dann dazu. Ich habe angeblich nur irgendwo zwei Fabriken und Manpower, ich weiß aber nicht wo. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen. Vielleicht machen wir nächstes Jahr dann Versuch Nummer 3, dann muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Vielleicht Godmode oder so, was weiß ich. Da sehen wir uns bereits in ein paar Tagen wieder zum nächsten Video. Euch allen noch einen schönen Tag und nicht vergessen...